Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich möchte euch hier zeigen heute, wie ich diese Diamanten mache mit dem Raucheffekt. Unten ist Glitzer. So sieht die Unterseite aus. Da muss man ein bisschen abschleifen. Und da ist der Raucheffekt drin. Das ist die Form. Ich hole jetzt mal noch eins raus. Geht schon ein bisschen schwer, bis sich das am Rande löst. So, Überraschung. Schön. Gefällt mir sehr gut. Also, das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Ich werde das mal alles vorbereiten und dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So viele Diamanten habe ich jetzt hier aus der Form befreit. Das macht voll Spaß. Mega schön, lauter Klunker. Was ich jetzt noch anders machen möchte. Ich mache jetzt bis zur Kante. Ich werde es von unten her bis zur Kante das auffüllen. Stellt nicht scharf. Genau. Und dann hier den unteren Teil am nächsten Tag komplett mit einer Farbe auffüllen. Das ist jetzt so halb mittendrin. Das gefällt mir nicht so gut. Genau. Das ist einfach nur so Geschmackssache, was ich jetzt anders machen möchte. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Hier noch eine Schraubölse rein, die Kanten ein bisschen abschleifen und als Anhänger für einen Schlüsselanhänger oder für eine Kette. Genau. Also, jetzt mische ich mir mein Harz an. So, ich habe mir jetzt hier 90 Gramm, ja, 90 Gramm Harz angemischt. Das ist ein bisschen mehr, als ich brauche, aber das kann ich dann noch woanders reingießen. Hier habe ich mir 5 Gramm Harz abgemischt. Ich denke, das reicht. Ich brauche ja nicht so viel für den Raucheffekt. Und jetzt werde ich hier von dem Fluids Resin Ink von Octopus mal 5 Tropfen reingeben. Also pro Gramm Harz ein Tropfen. 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht. Wenn es zu viel ist, kann sein, das geht nach unten und ploppt. Das wäre nicht so toll. Dann mische ich mir das auch zusammen. So. So, jetzt habe ich das Weiß auch angerührt. Und jetzt fülle ich mir die großen Formen, das sind 11 Stück. Die fülle ich mir jetzt bis zu dieser Linie, also bis zu der Kante, optimalerweise. Und dann kommt der Rauch rein. So. Oh, das ist gar nicht so einfach, dass nicht so viel drin ist. Das ist ein bisschen besser. Aber das macht ja nichts. Die anderen sind ja auch okay, die ich jetzt als erstes gemacht habe. Also mein Harz habe ich jetzt circa mal 10 Minuten, Viertelstunde stehen lassen. Und das fülle ich jetzt rein. Da muss man optimalerweise kurz überprüfen, ob in der Spitze keine Blase ist, weil sonst gibt es ein hässliches Loch. Ja, das ist gar nicht so einfach bis zur Kante. Da ist ein bisschen mehr drin. Aber ja. Wer das nachher nicht weiß, wer das geschenkt bekommt, wird sich hoffentlich trotzdem freuen. So. Also ich habe noch Harz übrig, ich kann mir nachher noch was anderes Kleines füllen. Jetzt habe ich hier diese Edelsteine. Ich gehe jetzt kurz in die Mitte, in die Spitze, dass keine Blase drin bleibt. Das ist wichtig. Wenn zwischendrin eine Blase ist, ist mir egal, aber an der Spitze wäre es wirklich schade. Genau, hier mit dem Zahnstocher geht es wunderbar. Ich habe ja die Spitze ein bisschen entschärft, dass ich mir meine Formen nicht verletze. So, genau. Also, wenn man möchte, kann man noch kurz mit dem Feuerzeug drüber. Das macht dann noch die Oberfläche ein bisschen weg. Aber nur ganz vorsichtig, dass man sich die Form nicht versenkt. Ich habe das so ein Gasbrenner. Das ist echt gut. So, also hier ist mein Weiß. Jetzt kommt das Geheimnis mit dem Nebel. Ich mache das vielleicht mal die Kamera ein bisschen näher hin. So.
Ich nehme jetzt einfach mit dem Zahnstocher ein bisschen Weiß. So, und gehe einfach hier rein und verwirbel das. Ich muss es drunter nachher immer abwischen, weil sonst habe ich nachher zu viel Harz in dem Weiß drin. Dann einfach nach Bedarf. Immer ein bisschen Weiß einrühren. Nicht zu viel. So. Sieht man das? Ich weiß nicht. Ja, man kann es schon ein bisschen erkennen. Ich nehme nachher noch eine Kontrastfarbe. Jetzt mache ich nochmal was mit Weiß. Einfach so rein. Bisschen durcheinander rühren. Immer wieder den Zahnstocher abputzen, sonst wird die Farbe noch dünner, noch transparenter. So. Genau, einfach testen. Ich glaube, bei meinen ersten habe ich ein bisschen zu viel erwischt. Aber es geht auch noch. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen luftiger. Ich probiere auch verschiedene Sachen aus. Dann sehe ich nachher, was mir am besten gefällt. Ja, jetzt mal noch ein drittes mit Weiß. Ich glaube, das sieht man in der Kameraeinstellung nicht. Aber dann mische ich mir eine Farbe mit an. Habe mich mal für Lila entschieden. So. Und zwar gieße ich mir jetzt auch in diese Form etwas rein. Und wo habe ich es? Das ist auch von Octopus. Farbe Aronia. Ein kleiner Tropfen. Das reicht. Kann sein, das ist schon zu viel, aber ja. Schauen wir mal. Bei den Edelsteinen ist sie wie bei Menschen. Sieht keiner gleich aus. So. Die Farben sind so wahnsinnig pigmentiert. Es ist gleich so dunkel. So, also. Jetzt schaue ich mal, welches meine Kameraeinstellung noch sieht. Das da fühle ich jetzt. Also auch wieder. Hier ein bisschen Farbe aufnehmen, hinein und einmal wirbeln. Also das sieht man schon, wie es oben schilliert. Sieht sehr luftig aus. Und das sieht man auch noch. Mache ich das noch. Zwei, dreimal Tropfen direkt verrühren. Also nicht drauf tropfen, sondern das rein und gleich ein bisschen vermischen. Weil wenn man Tropfen macht, dann besteht die Gefahr. Ich könnte es jetzt mal hier probieren. Ich mache jetzt hier mal Tropfen rein. Kommt gar nicht runter. Mal sehen, wie sich das verhält, aber es kann dann sein, dass es dann eher, dass es runterläuft. Mal jetzt mal vier rein. So. Und dann verwirbeln. Das ist jetzt hier schon kräftiger. Ist die Frage, man muss kräftiger, luftiger. Was gefällt einem besser? Also, ihr habt das Prinzip verstanden. Ich habe mir hier etwas Resin abgefüllt. 5 Gramm, 5 Tropfen weißes Octopus, Alkoholink. Und dann hier habe ich ein bisschen Weiß abgefüllt. Und ein Tropfen ist fast zu viel, aber ein Tropfen Farbe. Und dann hier hinein verwirbelt. Hier ist Weiß, hier ist Lila. Ich habe noch ein paar zum Füllen. Genau, vom Prinzip habt ihr es verstanden. Und morgen werde ich dann das letzte Stückchen noch aufgießen. Weil wenn ich jetzt was reingieße, dann verläuft mir das. Ich möchte, dass die Oberfläche fest ist. Und das mache ich eben morgen. Und ja, irgendwie ein Kontrast. Vielleicht mache ich hier was Helles, weil es lila drin ist. Und hier was Dunkles. Am liebsten mit Glitzer. Schauen wir mal, was rauskommt. Genau. Also dann viel Spaß beim Nachmachen. Viel Erfolg. Und
Ich würde mich freuen, wie immer, wenn ihr mir ein Like, einen Kommentar da lasst, einen Daumen hoch. Ja, Like ist Daumen hoch, alles klar. Ein Kommentar, ein Abo wäre auch schön. Und ich freue mich, dass ich immer so viel positive Kritik bekomme, auch über Facebook. Und es spornt mich an zum Weitermachen, zum euch ein bisschen erklären, was ich so mache. Und bin ja auch noch nicht so lange dabei. Seit Januar, jetzt haben wir August, also ein gutes halbes Jahr. Und meine ersten Versuche waren auch nicht so prickelnd. Aber wenn man sieht, was manchmal dabei rauskommt, dann freut man sich. Und wenn man die positive Kritik bekommt, macht es doppelt so viel Spaß. Also, dann viel Erfolg. Wir sehen uns, hören uns und ja, bis dann. Ciao.